Was geht ab? Willkommen zurück. Wir sind wieder hier in Arcania. Und ich hab's euch versprochen, wir machen jetzt die Wühlbock-Mama. Die muss jetzt sterben. Wir sind in der Höhle aus dem Traum des Helden. Wir könnten ihn auch einfach Leonardo nennen. Er hat ja auch die Stimme von Leonardo DiCaprio, also... Die Königin. Schon ordentlich leben. Oh Gott. Dampft auch ganz eklig, die Alte. Zack! Weg mit dir. Komm mit mir, mein Freund. Ich bring dich nach Argan. Warum? Genau, da steht's ja. Zweihändige Waffen verursachen ansonsten bei gleicher Kampfkraft 50% mehr Schaden. Was willst du jetzt tun? Mich rächen an Robert dem Dritten und seinen verfluchten Paladin. Du bist ein Grünschnabel. Sie werden dich töten. Soll Ivys Tod ungesühnt bleiben? Und der meiner Mutter und meiner Freunde? Nein, aber... Was, wenn es einen Weg gäbe, dich zu rächen, ohne gleich ins Verderben zu rennen? Lass hören. Irgendwo hier im Gebirge soll es einen uralten Tempel geben, in dem ein gottgeweihter Amboss steht. Robas Paladine suchen den Tempel. Sie wollen den Amboss nutzen, um Waffen zu schmieden, für ihren Feldzug gegen Argan. Verstehe. Ich soll ihre Pläne durchkreuzen. Genau. Und selbst etwas schmieden, das dir bei deiner Rache hilft. Wo soll ich mit meiner Suche nach dem Tempel beginnen? Auf dem Hügel dort hinten steht die Taverne zur gespaltenen Jungfrau. Dort findest du einen Magier namens Daranis. Er kennt viele alte Geschichten. Rede mit ihm. Vielleicht hat er von dem Tempel gehört. Woher kennst du die Pläne der Paladine? Als ich noch an Robas Hof war, hatte ich immer ein wachsames Auge auf Lord Hagen und seine Männer. Und so manche Magd der Paladine hat mir ihr Ohr geliehen. Wer ist Lord Hagen? Der Heerführer der Paladine. Und ein Mitglied von Robas Hohem Rat. Wirst du mich auf meiner Suche nach dem Tempel begleiten? Nein. Du musst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich segel weiter nach Stuark. Wenn du auch in Stuark bist, frag den Wirt der Klippenschenke nach mir. Er wird wissen, wo du mich findest. Alles klar. Wir haben auch von Diego eine schöne Rüstung bekommen. Und? Hast du mit Daranis gesprochen? Noch nicht. Worauf wartest du? Auf den Winter? Schwere Lederkluft, mittelschwere Rüstung. Diese robuste Reisekleidung ist ein Geschenk Diegos. Sie sieht gewöhnlich aus, doch jemand hat in die Innenseite des Kragens winzige magische Runen geätzt und mit MLT signiert. Könnte Milton gewesen sein. Genau, und wir haben Level Up. Schlagregen bis zu 6 Attacken. Katsching. Genau, wir könnten jetzt auch Feuer lernen. Beziehungsweise Frost oder Blitz. Frost macht immer am Anfang am meisten Schaden. Aber Feuer brennt einen halt nochmal weg.
Und die Blitze stunnen die Gegner. Also, Good Old Revenge ist unsere Aufgabe. Und nichts anderes. Man kennt's. Alles andere als Rache. Käferfresserstamm. Und wir machen den easy weg. Wir haben sogar 3 Gold dabei. Mehr. Thymian. Und jetzt sind wir hier auf Argan. Das ist der Kontinent. Und hier am Anfang ist es echt noch hübsch. Wir können uns auch immer den Untergrund anzeigen lassen. Teleporter muss zuerst aktiviert werden. Wir lassen das einfach so stehen. Ich glaube, das liegt am Regen. Könnte schlimmer sein. Sagen wir es so. So sieht das ganz geil aus. Aber so... halt nicht mehr. Hey, ich kenne dich nicht. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Boot von Fischir. Und das soll ich dir glauben? Ja, klar. Schau runter zum Strand, da liegt das Boot. Ich lass dich durch, aber mach bloß keinen Ärger, sonst bekommst du es mit uns Holzfällern zu tun. Ich suche Daranes. Wo finde ich ihn? Im Schankraum oder auf seinem Zimmer. Frag am besten mal Murdra, die weiß bestimmt, wo er steckt. Murdra? Die Wirtin hier. Geh einfach rein, du wirst sie schon finden. Alles klar. Aber erstmal nehmen wir natürlich den Laden aus. So, Rune der Wut. Diese Rune mehrt die Kraft des Anwenders. Doch er schert sich nicht mehr um seine Verteidigung. Und eine Gurke. Ach, da kommen Erinnerungen auf, ne? Wisst ihr noch damals? Die Gurke und Ivy. Okay. Boah, wir haben ihn richtig weggeklatscht. Was bist du? Der Schlechter von Morasul? Ja. Mir war nach Rindfleisch. Eigentlich schon. Scheiße, scheiße, scheiße! Ich soll auf die Biester aufpassen. Murdra wird mich grün und blau schlagen, wenn sie das erfährt. Nicht mein Problem. Bitte, lass wenigstens die Finger von Fähren. Wenn ihm etwas passiert, serviert Murdra mich zum Frühstück. Wer ist denn Fähren? Du Mörder! Das war Murdras Lieblingsochse. Achso, das war sie der andere Ochse. Sie bringt mich um. Ups. Ich würde sie jetzt noch gerne looten können, aber da kommen wir nicht dran. Wir stehen nicht nah genug dran an den Ochsen. Ah. Ochse, Kochzutat für eine herzhafte Mahlzeit. Auch Ochse, okay. Ich dachte, vielleicht heißt der eine wirklich Fähren. Naja. Tut mir leid. Okay, es war eine Lüge, tut mir nicht leid. Was bist du, der Schlechter von Morasul? Aus dem Reisender. Ich mache auf jeden Fall jetzt mal Äh
Ist das hier? Ah, Rollenspielaktivitäten verfügbar. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Ja, jetzt können wir uns nicht mehr hinsetzen, aber dafür können wir alles looten. Ohne dass der Held auf Abwege gerät. Fremder. Waldläufer. Was willst du? Hallo, Modra. Aha, ein Neuer. Wer hat dich hier reingelassen? Ein Holzfäller auf dem Hof. Nur damit du's weißt, normalerweise entscheide ich, wer reinkommt, wenn du Ärger machst. Bekomme ich's mit den Holzfällern zu tun, ich weiß. So. Merk's dir gut. Ich suche Daranes. Den hohen Herrn? Meinst, der empfängt einen Burschen wie dich? Wir werden sehen. Sag mir einfach, wo ich ihn finde. Sitzt oben in seinem Zimmer, der hohe Herr, und liest. Tut er immer. Selbst das Essen muss ich ihm hochbringen. Geh die Treppe rauf und raus auf den Balkon, dann nach rechts. Da ist sein Zimmer. Balkon oder Balkon? Ich würde mir gern deine Waren anschauen. Sie vertickt Zeug. Wir können das mal alles verkaufen. Rostige Axt. Der Gegenstand kann nicht verkauft werden. Der Gegenstand kann auch nicht verkauft werden. Das kann man auch nicht verkaufen. Den behalten wir mal. Den brauchen wir nicht. Ich glaube, das haben wir schon. Das war nicht witzig! Eigentlich schon. Gut, dann gehen wir mal zu Daranes, dem Hohen Herrn. Natürlich klauen wir noch alles andere, falls es hier was zu klauen gibt, aber hier ist ja nichts. Nichts von Wert für den Held. Hier auch nicht. Her. Holzfäller. Oh. Leichte Armbrust. 13 Fernkampfkraft. Ja, ich meine, Ivys Bogen ist halt, ne? 12. 13. Aber wir haben leider fast keine Bolzen. Ich finde die Türschließer hier schön. Seht ihr ihn da oben? Den Türschließer? Geht sogar in beide Richtungen. Erstmal nehmen wir ihn aus. Karotte, Hanfbandagen. Aus dem Leben des Lord Dominik. Lord Dominik erkannte, dass alle, die auf Argan lebten, Adanos huldigten, während er, wie alle Paladine, Innos für den höchsten Gott hielt. Und so ließ er eine größere Zahl Innos-Statuetten von Myrtana nach Argan bringen. Er verteilte sie nicht einfach ans Volk, sondern versteckte sie eigenhändig an geheimen Orten überall auf der Insel. Dann sprach er zu den Menschen von Argan und forderte sie auf, die Statuetten zu suchen. Wem es gelänge, alle Statuetten zu finden, sagte er, der werde von Innos besonders gesegnet. Die Menschen fanden viele Statuetten und betrieben mit ihnen einen regen Tauschhandel. Enttäuscht von ihrem Mangel an Frömmigkeit weigerte sich Dominik, die Verstecke der verbleibenden Statuen zu verraten. Nun ist er tot und die letzten Statuetten sind noch immer verschollen. Belia-Artefakte. Der Orden des Hasses. Hochverehrter Großmeister, lieber Milton, bei meiner gestrigen Lektüre bin ich auf eine überaus beunruhigende Passage über einen Belia-Kult gestoßen.
der einigen alten setarifischen Texten zufolge der Orden des Hasses heißt. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Setarifern, die während des Großen Krieges zu den Jarkender übergelaufen sind. Als Dank für ihre Loyalität haben ihnen die Jarkender mehrere Artefakte des dunklen Gottes geschenkt. Mit Hilfe dieser Artefakte und einer gewöhnlichen Sense konnten die abtrünnigen Setarifer den Schnitter des Hasses beschwören. Eine verderbte Waffe und das Wahrzeichen ihres Ordens. Auch spätere Texte nennen den Orden des Hasses. Es könnte also sein, dass sich diese Artefakte immer noch auf Argan befinden. Ich möchte deshalb vorschlagen, dass wir sie suchen und vernichten. Großmeister Ningal sollte davon besser nichts erfahren. Er würde sich unserer Suche sicherlich anschließen, aber seine Intention wäre eine andere. Mit den besten Grüßen, Daranis. Die Dinger wollen wir alle finden. Gibt 30 Stück. Wird... Naja. Bist du Daranis? Der bin ich. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach einem uralten Tempel hier im Gebirge. Ja, von einem Tempel dort oben habe ich gehört. Wo finde ich ihn? Keine Ahnung. Aber in der Burg beim Silbersee gibt es ein Archiv mit alten Landkarten. Wenn du irgendwo einen Hinweis auf den Tempel findest, dann dort. Wie komme ich zum Silbersee? Im Augenblick gar nicht. Räuber halten die Brücke nach Stuark besetzt. Die Leute hier schmieden Pläne gegen die Räuber. Gewinn ihr Vertrauen. Vielleicht helfen sie dir. Wer schmiedet Pläne gegen die Räuber? Murdra, die Wirtin hier. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube, Rauter hat auch einen Plan. Rauter? Ein Gildenkämpfer. Er war eben noch bei mir. Hat vage Andeutungen gemacht. Über geheime Verhandlungen mit einem Teil der Räuber. Wo ist Rauter jetzt? Wollte zu einem alten setarifischen Wachturm gehen, der im Süden von hier am Strand steht. Was machst du hier? Ich dachte, Magier hocken den ganzen Tag in einem Kloster. Einige tun das tatsächlich. Ich allerdings bin in Großmeister Miltons Auftrag unterwegs. Milton ist Großmeister geworden. Er hat großes Interesse an den uralten Steinkreisen bekundet, die über ganz Argan verteilt sind. Und? Hast du etwas über die Steinkreise herausgefunden? Bisher nur, dass sie mich noch in den Wahnsinn treiben. Der Großmeister hat einen Weg entdeckt, ihre Macht zu wecken. Aber alle Kreise, die ich bislang gefunden habe, sperren sich gegen meine Magie. Ich habe den Verdacht, dass mir jemand zuvorgekommen ist. Was passiert, wenn man einen Steinkreis weckt? Anscheinend sind die Kreise miteinander verbunden. Hat man erst einmal eine Bindung zu einem der Kreise hergestellt, kann man augenblicklich von einem anderen Kreis zu ihm zurückreisen. Wir haben mit zwei Kreisen in Zornjara experimentiert. Hier tut sich aber nichts. Wenn du neugierig bist, nicht unweit der gespaltenen Jungfrau liegt einer. Guckt euch diese fette Keule mal an. Letztens ist hier mitten auf der Straße einer krepiert. Schön, was er so sagt. Der nette Reisende. Also, wir kommen gar nicht dorthin. Ja, Murdra? Aha, du schon wieder. Warst beim Hohen Herrn? Ja, klar. Ja, er meinte, ich soll den Leuten hier in der Gegend zur Hand gehen. Wie steht es mit dir? Kann ich was für dich tun? Warum nicht? Kräftig siehst du ja aus. Was soll ich tun? Mir geht so langsam der Met aus. Und bis die nächste Lieferung kommt, kann's noch dauern. Verstehe. Ich soll dir welchen besorgen. Von Garf, einem der Holzfäller. Der hat sicher ein paar Fässchen übrig. Holst du mir zwei? Jawohl. Ich hab gehört, du hast einen Plan, was man gegen die Räuber tun könnte. Verrätst du ihn mir? Pah, willst mich aushorchen, was? Vergiss es.
Ich gehe zu Garf und hol dir den Met. Ah, die Gäste wird's freuen. Und mich auch. Wo finde ich Garf? Musst aus dem Tor raus und dann gleich rechts den Weg runter. Am alten Wachturm vorbei. Da steht seine Hütte. Alles klar. Letztens ist hier einer mitten auf der Straße krepiert. Ja. Schon krass. Es regnet nicht mehr. Schon schön. Kann man nichts sagen, ne? Also wirklich aussehenmäßig ist das schon. Im Vergleich zum dritten Teil haben sie da echt einen rausgehauen. Also gut, es war ja nicht mehr Piranha Bytes dann, aber da hinten ist Duark. Da kommen wir leider noch nicht hin. Ist dann nämlich hier auf dieser kleinen Insel. Zum Holzfällerlager. Machen wir. Es schifft gerade wieder übel. Es hat gerade richtig angefangen. Die ganze Zeit war es wieder okay. Und gerade habe ich gehört, wie es übel rauscht. Ah ja, stimmt. Scheiße. Oh, Scheiße. Ach ja, ich hab schon wieder ganz vergessen. Es gibt hier ja auch, also Gegner können auch Fernkampf. An diesem Stachel hängt noch die Giftdrüse. Irgendwas hat noch gebrummt. Wahrscheinlich eine Blutfliege. Sonnenbeere mitnehmen. Da streifen Goblins ungestraft durch unsere Lande. Feigen Fernkämpfer. Die proben noch ein bisschen nach. Da zappeln die Flügel noch. So, und von den Goblins lassen wir uns auch nicht überraschen. Scheiße. Voll in den Arm. Das ist ganz cool. Die haben so Blasrohre. Das ist schon lustig. Also das ist schon eine coole Art von Fernkampf. Dass die Goblins so Blasrohre haben. Da war doch noch einer. Oh, erstmal gut fliegen. Die Gegner machen gemeinsame Sache. Oh Gott. Okay, vor den starken Schlägen müssen wir echt zurückweichen. Oh Gott. Hau die Äpfel rein. Die scheiß Fernkämpfer dahin. Meine Güte. Komm schon, was Gutes. Mana-Regeneration. Scheiße. Kurzbogen. Ein einfacher Holzbogen. Für die Kleinwildjagd geeignet. Ivy. Damit ist dein Bogen schon wieder raus. Zack.
Den können wir aber auch nicht verkaufen, von daher packen wir den auch nach unten. Der Held hat da halt, Moment, C, Crafting. Gegrilltes Fleisch. Ich weiß gar nicht, können wir damit vielleicht noch irgendwas anderes machen irgendwann? Nein, wir machen mal ein paar. Das Schöne ist, dass das auch nicht aus der Leiste verschwindet. Sondern es bleibt da. Käferfresserstamm. Zack, voll in den Nacken. Scheiße, jetzt habe ich den Pfeil genau gefangen. Wie er in den Lauf schießt. Eigentlich schon. Ja, wir haben schon Fackeln. Das, das, das. Und das wird hier gleich wieder dunkel. Der Held schläft nicht so gern. Da ist ein Grab. Das kommt dann noch. Diesmal nicht. Zack. Volle Möhre reingeknallt. Scheiß Fernkampffliegen. Ist ganz komisch, dass die dann noch weiter brummen. Ganz seltsam. Nicht die Fernkampffliege. Ist genau gerochen. Oh shit. Komm mal her. Komm mal weg von deinen Freunden. Es gibt nämlich auch Goblin-Magier. Die sind auch richtig böse. Der hat auch einfach nur Gold dabei. Natürlich auch mit. Häuptling. Ja, okay. Okay, okay. Er trifft uns einfach. Okay. Geh weg. Meine Fresse hier. Okay, der Häuptling hat uns gut weggemacht. Mehr Leben und Nahkampfkraft, bitte. Danke. Der hat uns gut verprügelt, hey. Also noch mehr Goblins. Ab jetzt geht's halt los, ne? Wir laufen rum und prügeln. Was anderes machen wir nicht. Da sind die Holzfäller. Wir gehen aber jetzt erstmal hier rein. Der ist schon fast gestorben das erste Mal. Aber jetzt ist halt schwer, schon schwer. Wir klauen Router erstmal alles. Feldräuberarmschienen. So, jetzt können wir nämlich immer gucken, was es ändert. Leben nichts, Mana haben wir weniger, dafür aber mehr Ausdauer und mehr Nahkampfkraft. So, da oben ist unser Questtyp, aber
Krauter ist einfach am Kiffen. Er ist einfach am Kiffen. Okay. Und zwar richtig edles Zeug, so wie es aussieht. Oder hat er sich in der Nase gebohrt? Er raucht einfach noch einen Bobby. Okay, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen bei der neuen Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Von daher, bis morgen. Ciao.